Moin Moin und herzlich willkommen zum Pick My Sub für den November. Ja, ich habe mir mal wieder jemanden gesucht, der für mich Bücher aussucht, die ich dann im November lesen soll. Und nicht irgendwelche Bücher, sondern das sind Bücher von meinem Stapel ungelesener Bücher. Und da bin ich natürlich sehr, sehr neugierig, was mir ausgesucht wurde. Ich habe diesmal überlegt, mir mal jemanden zu suchen, der einen ganz anderen Lesegeschmack hat als ich, weil das Ganze noch spannender macht. Ich finde das Format ja eh schon spannend. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen Sinn der Sache, dass mal Bücher ausgesucht werden, die man vielleicht gerade nicht so auf dem Zettel hat und wo man vielleicht so einen kleinen Arschtritt braucht, das mal irgendwie zu beginnen. Oder Bücher, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die schon länger dort liegen oder wo man sich so ein bisschen Sorgen macht, ob das vielleicht überhaupt ja, dein Ding ist. Da ist das natürlich perfekt, das Format. Und es ist immer wieder spannend zu überlegen, was der oder diejenige denn für dich aussuchen wird. Und ich bin sehr glücklich, dass die liebe Sarah vom Kanal Bookmark zugesagt hat, das mit mir gemeinsam zu machen, dass wir uns eben gegenseitig diese Bücher raussuchen. Und wir haben ja wirklich einen doch sehr unterschiedlichen Lesegeschmack, obwohl wir dann doch festgestellt haben, dass wir gegenseitig auf unseren Sublisten noch einige Überschneidungen haben. Nicht unbedingt dieselben Bücher drauf liegen, aber doch Bücher, die man selbst schon gelesen hat, auf der Wunschliste hat oder die einfach spannend klingen und die man dann vielleicht doch auch selbst auf die Wunschliste packen könnte. Und dafür ist dieses Format natürlich auch wunderbar, dass man nochmal so ein paar Buchtipps erhält und so einen kleinen Einblick hat, ein bisschen Mäuschen spielen darf und ja, auf den Sub des anderen schauen darf. Ja, und was das erste Buch ist, der erste Kandidat, den sie für mich ausgesucht hat, von vieren, von denen ich dann im November mindestens zwei lesen soll, ja, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Ramona und hallo liebe Zuschauer von Ramona. Mein Name ist Sarah vom Kanal Bookmarkt und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt über die nächste Lektüre von dir, Ramona, entscheiden kann. Ich habe mir dein Sub angeguckt, ich habe einige sehr interessante Titel gefunden und mehr Überschneidungen, als ich gedacht hätte, weil wir haben ja einen sehr unterschiedlichen Lesegeschmack. Ich habe mir jetzt vier Titel ausgesucht, die ich überwiegend selbst schon gelesen habe, plus einen Titel, den ich auf meiner Wunschliste habe und zu dem ich gerne deine Meinung wissen möchte. Und deswegen starte ich direkt mit Buch Nummer 1 und da habe ich mir die Grisha-Trilogie ausgesucht, wobei es wahrscheinlich um Band 1 geht. Also ich denke, drei Bücher wären einfach ein bisschen zu viel, deswegen würde es mich freuen, wenn du die Reihe beginnst. Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, dass du das auf dem Sub liegen hast. Ich hätte schwören können, du hast die Reihe bereits gelesen. Das ist nämlich auch so eine Fantasy-Reihe, die ich selbst gelesen habe und tatsächlich unheimlich gerne mochte, obwohl das eigentlich gar nicht mein Genre ist. Und deswegen denke ich auch immer mit positiven Gefühlen an die Reihe zurück. Ich habe auch gesehen, auf Netflix gibt es jetzt eine Serienverfilmung dazu, die ich mir auch gerne anschauen möchte. Vielleicht war das auch der Grund, weswegen du dir die Reihe zugelegt hast. Auf jeden Fall kann ich dir empfehlen, den ersten Band zu lesen und würde mich freuen, wenn er es in die engere Auswahl schafft. Ja, gleich bei dem ersten Kandidaten, da war ich doch sehr überrascht, denn natürlich überlegt man schon so ein bisschen, was könnte sie aussuchen und hat so seine Vermutungen, aber bei dem ersten Kandidaten, da wäre ich nie drauf gekommen und ich musste da wirklich sehr schmunzeln, denn dieses Buch bzw. dieser Schuber, diese Reihe, lag eigentlich schon auf dem aussortiert Stapel. Ich bin mal wieder durch das Bücherregal gegangen und habe so ein bisschen aussortiert und da bin ich auch durch meinen Sub gegangen und habe dann diese Reihe gesehen und da war ich mir einfach so extrem unsicher, ob das etwas für mich ist oder ob ich da wirklich gerade Lust zu habe. Denn viele, die mich kennen und meinen Lesegeschmack kennen, haben mir gesagt, Ramona, das könnte dir eventuell doch ein bisschen zu schmalzig sein und doch ein bisschen zu sehr in die Romantasy-Richtung gehen. Also, dass die Liebesgeschichte doch zu sehr im Vordergrund steht und dass es doch sehr, sehr jugendlich hier vor sich geht. Und ja, das hat mich da immer ein bisschen abgeschreckt. Andererseits finde ich zum einen das Setting hier toll, dass es eben so ein Russland angehauchtes Setting ist, auch so ein bisschen verschneit hoffentlich. Das finde ich zum einen schön und zum anderen werden eben die Reihen so hoch gelobt, die auf diese Reihe basieren. Also die Krähen-Dilogie zum Beispiel, die wird ja so hoch gelobt und von vielen, die ich wirklich sehr, sehr schätze und deren Lesegeschmack ja, doch meinen auch sehr gleich, aber es wird halt immer wieder gesagt, dass man diese Trilogie vorher lesen sollte, weil man dort die Welt besser erklärt bekommt und auch das Magiesystem. Und ja, mein innerer Monk sagt mir natürlich auch, ich muss von vorne anfangen, aber
Ach, ich weiß nicht. Und jetzt ist ja auch die Serie online gegangen und da hatte ich schon überlegt, dass ich einfach dann die Reihe nicht lese, sondern einfach die Serien schaue, weil die sollen relativ gut gemacht worden sein. Da werden auch die Krähenreihe und die Grischa-Reihe wird so ein bisschen gemixt und man wird auch schon so ein bisschen gespoilert auf die Dilogie und deswegen habe ich gedacht, ach, wenn das gut gemacht ist, dann gucke ich das einfach. Aber ich war mir nie so sicher, nachher wollte ich doch das lesen und ich habe gedacht, als ich Sarah dann meine Liste gegeben habe, eine Chance gebe ich dieser Reihe noch. Und das war ihre Chance. Das ist jetzt wohl ein Zeichen, dass Sarah tatsächlich genau diese Trilogie ausgesucht hat. Und dachte ich, okay, jetzt muss ich doch den ersten Band tatsächlich einfach mal ausprobieren. Das war jetzt einfach ein Zeichen. Vor allem, ja, macht mich das dann doch schon wieder oder lässt es mich hoffen, dass die liebe Sarah das gelesen hat und obwohl sie ja gar nicht so der Fantasy- oder High-Fantasy-Leser ist, dass sie das tatsächlich gut fand. Und das macht mir dann schon wieder Hoffnung. Goldene Flammen ist der erste Teil der Grischa-Trilogie, ja. Und die liebe Alina ist unsere Protagonistin und sie ist Kartografin in der ersten Armee des Zaren von Hrafgar. Und ich glaube, dass sie dann eine besondere Gabe in sich entdeckt und vielleicht sogar eine Grisha ist. Also ich weiß ja noch nicht genau, was das ist, aber wahrscheinlich Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Ja, das Magiesystem und die Welt soll eben schon ganz cool sein. Und jetzt so in der dunklen Jahreszeit wird es vielleicht ja ganz gut auch passen, das zu lesen. Und vielleicht, ja, ich verteufle ja nicht jede Liebesgeschichte, aber wenn sie dann zu sehr in den Vordergrund gerät und dann irgendwie gar nicht mehr das Setting und die Geschichte im Fokus ist, dann nervt mich das meistens. Aber wenn sich das wirklich so leicht und locker weglesen lässt, dann, ja, ist es ja vielleicht doch nicht vertane Zeit. Und das war jetzt einfach zu sehr ein lustiges Zeichen, dass mir gesagt hat, ja, das war noch mal irgendwie das Zünglein an der Waage. Du sollst es probieren und nicht aussortieren. Erstmal nicht, jedenfalls. Also der erste Band wird auf jeden Fall probiert. So, und dann kommen wir mal, lange genug gesabbelt, zum zweiten Buch. Kandidat Nummer 2 ist eine ziemliche Herausforderung, aber eine, die sich aus meiner Sicht lohnt. Es geht um Terror von Dan Simmons, ebenfalls ein Buch, das ich bereits gelesen habe und von dem ich mir vorstellen kann, dass es dir gefällt. Zum einen hat es ein Setting, das dir sehr gefallen sollte, nämlich die Eiseskälte der Arktis, in die die Expedition aufbricht. Und dann hat es einige übernatürliche oder fantastische Elemente, die auch einen Horroraspekt mitbringen. Und auch da kann ich mir gut vorstellen, dass dir das gefällt. Außerdem passt es in den düsteren Monat November. Da ist nämlich weder das eher fröhliche Weihnachtsfest, noch ist es dieser gemütliche Herbst, den wir jetzt gerade haben. Ich denke, der November ist mit seiner sehr, sehr trüben Stimmung draußen genau der richtige Monat, um dieses Buch zu lesen. Also falls du es dir zutraust, diesen dicken Klopper im November zu lesen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich kann aber auch absolut nachvollziehen, dass dir dieses Buch zu dick ist für dieses Format. Ja, beim zweiten Kandidaten war ich dann nicht mehr ganz so überrascht. In diese Richtung hätte ich tatsächlich gedacht, dass sie mir vielleicht etwas aussucht. Terror von Dan Simmons ist natürlich ein ziemlicher Angang. Also das sind, glaube ich, sind das schon 1000 Seiten? Na, nee, knapp 900 irgendwas. Aber ich finde natürlich, genau das habe ich von diesem Format auch so ein bisschen mir erwünscht, dass man mal so auch Bücher, wo ja, man denkt, oh Gott, da ist man ja ewig dran, da liest man ja ewig dran, dass man auch die mal so ein bisschen vorgehalten bekommt. Und eigentlich freue ich mich da auch sehr drauf, weil ich liebe ja diese eisigen Abenteuergeschichten. Und hier soll ja die Nordwestpassage durchfahren werden. Und es beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Und die beiden Schiffe Terror und Erebos machen sich eben auf den Weg. Und man weiß eben aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, dass die Mannschaften dieser Schiffe nicht mehr zurückkehren werden. Man weiß aber nicht genau, was damals alles vorgefallen ist. Und hier hat Dan Simmons die Geschichte eben weitergesponnen. Und ein kleiner Horror-Aspekt
Geldanteil soll eben hier auch mit damit verbunden worden sein oder ein fantastischer Anteil. Das macht mich natürlich auch sehr neugierig, aber alleine schon das Setting und diese Abenteuergeschichte finde ich allein schon ziemlich cool. Ich habe die Serie gesehen auf Amazon Prime, fand die auch sehr, sehr cool, aber das wird natürlich noch viel mehr Inhalt bieten und ich glaube, Dan Simmons hat hier viele Details reingepackt, die das Ganze noch interessanter machen. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob dieses Buch auf jeden Fall dran glauben wird, weil die anderen haben mich natürlich auch angesprochen und kann ich noch nicht ganz genau sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall und das könnte vielleicht so Ende November drankommen, wo es schon so richtig in Richtung Winter geht, weil ich finde, am besten passt es natürlich in den Winter, aber natürlich ist November ja, schon eine gute Richtung und ja, da freue ich mich drüber, dass du mir das ausgesucht hast, weil da brauchte ich tatsächlich mal so einen kleinen Anschub, dass ich dazu greife, trotz der Dicke, weil eigentlich habe ich ja gar nichts gegen dicke Bücher. Aus der Fantasy kenne ich das ja eigentlich schon, deswegen sollte das ja eigentlich auch kein Ding sein, vor allem wenn das so spannend ist. Man hört das ja von vielen, die wirklich begeistert waren von diesem Buch und deswegen, weil ich eben auch so eine Affinität zu dieser Thematik habe, zu dieser Polarforschung, mache ich mir da eigentlich auch gar nicht so viele Sorgen und habe auch wirklich Lust auf diese Geschichte. Kommen wir zum dritten Buch von der Liste und das heißt passenderweise 3. Es ist von Stephen King und es ist der zweite Band der Dunklen Turm-Reihe. Ich bin immer sehr, sehr neugierig, wenn ich sehe, dass Personen schwarz bereits gelesen haben und dann nicht mit der Reihe weitergemacht haben, weil dieser erste Band äußerst speziell ist und aus meiner Sicht auch erst am Ende der Reihe Sinn ergibt und viele Leser davon abschrecken kann, die Reihe weiter zu verfolgen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich die Dunkle Turm-Reihe von Stephen King sehr mag, schon mehrfach gelesen habe, auch immer wieder lesen werde. Und ich weiß, dass viele erst mit dem zweiten oder dritten Band so richtig in der Geschichte drin sind. Und mich würde sehr interessieren, ob es dir genauso geht. Also falls du schwarz gelesen hast und jetzt unsicher bist, ob du mit der Reihe weitermachen sollst, und davon gehe ich aus, wenn ich sehe, dass 3 auf deinem Sub liegt, dann möchte ich dich ermutigen, es einfach mal mit diesem Band zu versuchen und wer weiß, vielleicht bist du danach komplett in der Geschichte gefangen und liebst die Reihe am Ende genauso wie ich und viele andere auch. Ja, und genau mit diesem Buch habe ich tatsächlich gerechnet und ich habe auch gehofft, dass die liebe Sarah mir das auf die Liste packt, denn da brauche ich tatsächlich so einen kleinen Motivationsschub und ich wusste, dass Sarah diese Reihe sehr, sehr liebt und sehr gerne gelesen hat und ich bin eben genau eine davon, die den ersten Band gelesen hat und der überhaupt nicht gefallen hat. Ich wusste das allerdings schon vorher, dass der erste Band sehr umstritten ist und auch nicht so richtig für diese Reihe stehen kann, weil die Reihe noch viel mehr zu bieten hat. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, wenn ich diese Reihe anfange, dann werde ich auf jeden Fall noch Band 2 lesen. Und dann werde ich entscheiden, ob ich diese Reihe weiterlese oder nicht. Ich habe 3 von Stephen King, Der dunkle Turm eben, habe ich mir ausgeliehen von einer Freundin, die mir eben den ersten Band geschenkt hat und auch ein großer Fan von dieser Reihe ist. Ich glaube, das sind mit eines ihrer Lieblingsbücher. Und ihr habe ich halt eben auch versprochen, dass ich dieses Buch noch dieses Jahr lesen werde. Deswegen hatte ich es eh schon für den November angepeilt, weil im Oktober hatte ich so ein paar andere spukige Bücher auf dem Zettel und im Dezember werde ich vielleicht so ein bisschen Winter- und Weihnachtslektüre lesen und deswegen hatte ich es eigentlich mir eh schon für November auf dem Zettel gepackt. Aber ich hatte zusätzlich eben gehofft, von Sarah noch so einen kleinen Stups zu bekommen, dass ich es da auch wirklich lese, weil so richtig Bock habe ich da noch nicht drauf, weil ich eben den ersten Band so ein bisschen anstrengend fand. Wir haben hier eben als Protagonisten den Revolvermann Roland, der auf der Suche nach den dunklen Turm ist, aber auch dem Mann in Schwarz ja, konfrontieren möchte, beziehungsweise eine Konfrontation steht aus. Und ja, also irgendwie passiert da nicht so richtig viel. Der rote Faden hat mir gefehlt. Ich bin auch nicht so der Fan von so einem Western-Setting. Ich bin den Protagonisten nicht nahe gekommen. Nur als so ein paar Rückblicke passiert sind und jetzt hier im zweiten Band, also in 3, wird aber die Welt noch mal ein bisschen aufgemacht. Also da gibt es auf einmal eine andere Perspektive und eine andere Welt, die hier ja, in den Fokus gerät. Und ich hatte schon mal so ein bisschen reingehört. Ich hatte nämlich den ersten Band als Hörbuch gehört.
aber gemerkt, dass Hörbuch für High Fantasy für mich nicht in Frage kommt, weil ich dann einfach viel überhöre und viel nicht mitkriege, obwohl es vielleicht auch ein Grund ist, warum ich das überhaupt durchgehalten habe, den ersten Band. Wenn ich es gelesen hätte, hätte ich es vielleicht noch eher blöd gefunden und vielleicht sogar abgebrochen. Aber ich habe mir auf jeden Fall gesagt, ich will das lesen und ich will das aufmerksam lesen und deswegen eben nicht als Hörbuch. Aber es hat mir auf jeden Fall schon Lust gemacht, doch mal reinzulesen. Der Anfang, als ich doch mal reingehört hatte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde, wie gesagt, der Reihe noch eine Chance geben mit dem zweiten Band. Und wenn mich das immer noch nicht umhaut, dann werde ich die Reihe nicht weiterlesen. Aber das ist ja nun mal das Baby von Stephen King. Er sagt ja immer, das ist sein Meisterwerk. Und so viele schwärmen davon. Und da gibt es ja 7, 8 Bände. Da muss ja noch mehr dahinter stecken. Und viele Querverweise in seinen anderen Büchern beziehen sich immer auf diese Reihe. Und ja, irgendwie würde ich schon die Reihe sehr, sehr gerne mögen. Und ich hoffe, ja, dass mich das zweite Buch jetzt richtig packen kann. Und sollte das der Fall sein, werde ich mir die Bücher dann auch noch selbst zulegen. Ja, das ist Kandidat 3 und der ist auf jeden Fall schon gesetzt. Also, dass ich den lese, das ist ziemlich klar. Und ja, vielen Dank, Sarah, dass du mir den ausgesucht hast, dass du da meine Hoffnung erfüllt hast, dass du mir das aussuchen wirst. Und damit kommen wir schon zum vierten und letzten ausgewählten Buch und das ist endlich mal eines, das ich noch nicht gelesen habe, nämlich das Dschungelbuch. Das ist ja ein Klassiker. Ich denke, jedes Kind kennt die Zeichentrickverfilmung. Zumindest habe ich die als Kind sehr, sehr oft gesehen und unheimlich gemocht. Und aus dem Grund habe ich auch dieses Buch auf der Wunschliste stehen. Das ist so ein Klassiker, den ich einfach auf meiner Sollte-man-mal-gelesen-haben-Liste stehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt und wie gut dieses Buch auch jetzt noch funktioniert. Also da wäre ich einfach total neugierig, wie deine Meinung dazu ausfällt und vielleicht auch eine Einschätzung von dir dazu, inwiefern das nah an dieser Zeichentrickverfilmung dran ist, die wir alle kennen. Also ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf, dass eventuell das Buch gar nicht kindgerecht ist, sondern nur die Zeichentrickverfilmung, die daraus entstand. Und deswegen interessiert mich deine Einschätzung und Beurteilung zu diesem Buch sehr, weil es auch beeinflussen könnte, ob es bei mir auf der Wunschliste stehen bleibt oder eben nicht. Und damit bin ich sehr gespannt, für welche zwei Bücher du dich entscheidest, was im November gelesen wird, was du grundsätzlich zu den Büchern zu sagen hast. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von allen Zuschauern und von dir und freue mich an dieser Stelle, wo ich diese Videoschnipsel aufnehme, schon sehr darauf, was du für mich ausgewählt hast. Ja, und auch beim vierten Kandidat hatte ich so meine Vermutungen. Ich habe mir schon gedacht, dass du Stephen King aussuchen wirst, Der dunkle Turm, und dass du mir ein Klassiker aussuchen wirst. Davon war ich doch auch irgendwie überzeugt, weil du selbst ja auch sehr gerne Klassiker liest und viele Klassiker auf deinen Sub hast. Und da habe ich gedacht, dass du mir vielleicht Jules Verne raussuchen wirst oder eben dieses hier, das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Und das ist eben auch die ungekürzte Variante. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr stolz, dass ich endlich diese Variante gefunden hatte, weil ich war eben genauso wie du auch sehr neugierig, wie eben das Original ist im Vergleich zum Disney-Film. Es war mir schon ziemlich klar, dass es natürlich nicht zu vergleichen ist. Und trotzdem bin ich eben ein sehr, sehr großer Fan von diesem Film und wollte unbedingt wissen, wie das Original ist. Ich wollte aber auch das Ungekürzte haben, weil es gibt eben das Dschungelbuch 1 und 2. Meistens findet man in den meisten Ausgaben eben nur Dschungelbuch 1 oder nur die Mowgli-Geschichten, weil eigentlich ist das eine Geschichtensammlung an mehreren Abenteuern, die Mowgli eben begeht, aber auch andere Protagonisten, andere Tiere des Dschungels betrifft. Und viele kennt man auch eigentlich überhaupt gar nicht. Also die Mowgli-Geschichten wurden eben im Film umgesetzt und die meisten Tiere, die hier noch drin vorkommen, die wurden ignoriert und ich wollte eben das Ganze haben. Und deswegen bin ich froh, dass ich auf diese DTV-Ausgabe aufmerksam geworden bin, die auch eben neu übersetzt wurde. Und dennoch habe ich das Buch als Hörbuch angefangen gehabt und ich habe tatsächlich auch schon zwei Geschichten gehört. Also so bis da ungefähr bin ich gekommen. Aber da ich im Moment einfach überhaupt kein Hörbuch höre
und irgendwie auch keine Gelegenheit habe und auch immer wieder merke, wie meine Gedanken abschweifen beim Hörbuch hören, habe ich auch da gesagt, okay, du stellst es jetzt erstmal beiseite oder unterbrichst das Hörbuch, weil man irgendwie immer wieder zurückgespult hat und jetzt habe ich diese schöne Ausgabe und höre sie als Hörbuch und lese sie nicht, ist auch irgendwie total doof. Es gibt noch eine Ausgabe, die ich mir sehr gerne gönnen möchte, die wahrscheinlich auch wieder gekürzt ist, aber trotzdem so wunderschön aussieht. Und zwar ist es die Koppenrad-Ausgabe. Davon habe ich ja auch Der geheime Garten hier mit diesen wunderbaren Illustrationen und diesen kleinen Gadgets, wo man was drehen kann und herausziehen kann. Und da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir das zur zusätzlichen Motivation zusätzlich kaufe und dann immer die Kapitel da drin lesen werde und die, die da nicht drin sind, hier drin. Oder ob ich es mir dann erst hole, wenn es mir tatsächlich auch richtig gut gefällt. Weil das kann ja auch sein, dass ich es einfach überhaupt nicht mag. Denn es ist schon klar, also ich habe ja schon die ersten zwei Geschichten gehört gehabt, dass es sehr, sehr anders ist. Und dass es ja gar nicht so sehr kindgerecht ist und so märchenhaft erzählt ist. Es ist schon leicht zu lesen, das schon. Aber die Figuren von dem Charakter her sind doch sehr anders. Also ich finde zum Beispiel Bagheera und Baloo haben irgendwie die Rollen vertauscht. Bagheera ist immer derjenige, der Mowgli so ein bisschen verhätscheln möchte. Und Baloo ist im Grunde der Lehrer des Dschungels, der eben auch die Wölfe unterrichtet und eben auch Mowgli in dem Gesetz des Dschungels und der ihn auch immer wieder gerne mal Backpfeifen gibt als Strafe. Da musste ich schon so ein bisschen denken, also heutzutage würde es sowas in Kinderbüchern nicht mehr geben. Also der kriegt dann ordentlich mal erstmal ja, ein übergezogen, wenn er was falsch gemacht hat. Grün und blau wird er da geschlagen. Ja, aber da muss man halt immer drüber nachdenken, dass das nicht heutzutage geschrieben wurde. Und es geht einem so ein bisschen gegen den Strich, dass die Figuren doch so anders gezeichnet sind, gerade wenn man so ein Fan von dem Film ist. Trotzdem fand ich es teilweise auch recht amüsant geschrieben und abenteuerlich und ich bin besonders eben auf die Geschichten gespannt, die ich noch gar nicht kenne, aber auch die, die man in der Verfilmung kennt, um sie so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Ja, auch da bin ich dir sehr dankbar, dass du mir das ausgesucht hast, weil auch hier brauche ich nochmal so einen kleinen Schubs, dass ich da nochmal von vorne anfange, weiß ich noch nicht, oder ob ich dann mal drüber lese und dann da weitermache, wo ich aufgehört habe, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das hat auch so ziemlich coole Illustrationen hier drin. Ja, und ja, da freue ich mich, dass ich dann nochmal so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone lese und trotzdem mal wieder einen Klassiker zur Hand nehme. Und ich finde deine Auswahl auch richtig super. Du hast High Fantasy dabei, du hast mir ein Abenteuerbuch auf die Liste gepackt, Horror von Stephen King, obwohl das ja auch so ein bisschen Richtung Fantasy geht, und noch ein Klassiker. Wunderbar. Ja, wie gesagt, was ich mir davon jetzt aussuche für den November, das weiß ich nicht genau. Bis auf jetzt Stephen King ist der Platz ja auf jeden Fall noch frei. Ich hätte sogar Lust, alle vier zu schaffen, aber da kann ich nichts versprechen, ob ich das tatsächlich schaffe. Gerade bei Terror, das mit fast 1000 Seiten, das werde ich vielleicht eher dann am Ende noch beginnen können, aber nicht fertig lesen, denke ich. Ich glaube, wenn ich mich für Terror entschieden hätte, dann hätte ich nur das eine Buch geschafft. Also ich werde auf jeden Fall nicht mit Terror beginnen. Könnte ich mir vorstellen, dass ich es am Ende dann anlese und mit dann in den Dezember reinnehme. Oder ich bewahre es mir für Januar, Februar auf. Da passt es ja auch noch sehr gut in den Winter hinein. Das weiß ich noch nicht. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Auswahl. Ich hoffe, du bist auch mit meiner Auswahl zufrieden, die ich dir rausgesucht habe, die Bücher. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welche das waren, dann schaut natürlich auch gerne bei Sarahs Video vorbei, was jetzt gleichzeitig online gegangen ist, zusammen mit meinem auf ihrem Kanal. Und ich werde das natürlich auch in der Infobox verlinken, dann könnt ihr direkt schauen. Und ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr dann von dieser Auswahl haltet. Könnt ihr mir dazu noch etwas sagen, ohne zu spoilern, um mir noch ein bisschen mehr Motivation zu machen? Dann rein damit in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und jetzt wünsche ich noch eine schaurig schöne Lesezeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.